Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Und die Nachspielzeit ist eigentlich schon seit einer Minute vorbei, aber der VfB wird jetzt in Überzahl mit einem Mann mehr in den letzten Sekunden noch einen Angriff bekommen, wenn sie ihn irgendwie gut ausspielen. Anton mit ganz viel Platz, Mittelstädt mit der Flanke, irgendwie vorne rein Richtung Undav, da ist Undav, kann sich drehen, muss schießen und schießt ihn rein. Tor für den VfB, der lange Ball von Maxi Mittelstädt, nochmal reingeschlagen in den Strafraum. Und da ist der Nationalspieler, der neue Nationalspieler, Dennis Undav, und tanzt ein, zwei Heidenheimer aus. Und aus halbrechter Position schließt er ab ins lange Eck zum 3:3 in der 8. Minute der Nachspielzeit. Der Osterwahnsinn hat heute einen Namen: VfB Stuttgart. So kommentierte Daniel Hauch von der 977 den Moment in 90+8, als Dennis Undav dem VfB doch noch einen Punkt besorgte gegen den 1. FC Heidenheim in einem spektakulären Spiel am Ostersonntag. Spektakulär war nicht nur der Kick, sondern spektakulär ist auch, dass ein Philipp Meisel wieder da ist. Ich grüße dich. Grüße und Gude, würde ich mal sagen. Ja, herzlichen Dank für diese schöne Einladung, Christian. War eine Woche, die notwendig war, und jetzt geht's frisch und frohen Mutes an die kommenden Aufgaben. Ja? Endspurt in diese Saison, kann man eigentlich fast schon so sagen, ist angebrochen. Yes, 7 Spiele sind's noch. Wir haben ein volles Programm für euch. Blicken natürlich nochmal zurück auf dieses 3:3 gegen das Team von der Ostalb und haben dann ein Jubiläum zu begehen. Denn am 3. April ist Sebastian Hoeneß genau ein Jahr beim VfB Stuttgart. Und weil wir zugegebenermaßen den Moment der Vertragsverlängerung nicht in der gebotenen Länge mitnehmen konnten, weil es da noch andere Themen gab, ihr erinnert euch vielleicht da draußen, wollen wir heute nochmal dezidiert über Sebastian Hoeneß und seine Zeit beim VfB sprechen. Natürlich wieder ein Update rund um die Vereinspolitik. NLZ hat sich einiges getan, bei den VfB-Frauen ebenso. Und dann am kommenden Samstag 18:30 Borussia Dortmund gegen den VfB. Wir haben viel vor. Einmal Tiefluft holen. Ja, Tiefluft geholt haben auch, glaube ich, so einige, die vorzeitig das Stadion verlassen haben am Sonntag. Da kenne ich ein paar. Ja, gesehen habe ich noch viel mehr, die nach dem 2:2 dachten, jo, gut, dann gehen wir mal nach Hause und machen uns noch ein Eierlikörchen auf. War die falsche Entscheidung. Ah, solltest du generell nie machen, wenn du ins Stadion gehst. Sowas konnte ich nie leiden, ehrlich gesagt, wenn Leute das Spiel. Ich auch nicht, das habe ich ja damit nicht gesagt. Ja, ja, klar. Aber schön, dass sowas dann hin und wieder dann doch auch mal wieder bestraft wird. Und dass der VfB imstande ist, in der Nachspielzeit ein 3:3 zu erzielen, das haben wir übrigens auch vor etwas weniger als einem Jahr gegen Borussia Dortmund gesehen. Eines der ersten absoluten, würde ich sagen, Statementspiele unter Sebastian Hoeneß beim VfB. Und auch das jetzt am Sonntag war völlig verrückt. Es waren eigentlich mehrere Spiele in einem, ne? Das waren verschiedene Phasen. Ich würde sagen, Philipp, bevor wir über dieses Spiel im Detail reden, hören wir mal, wie Sebastian Hoeneß nach dem Spiel das alles eingeordnet hat, was sich da in 98 Minuten in Cannstatt zugetragen hat. Ich habe jetzt die Anfangsphase gar nicht so auf dem Schirm, wo wir wenig Ballbesitz haben. Ich glaube, dass wir relativ schnell Kontrolle übernehmen in diesem Spiel. Dann, glaube ich, mit der ersten Chance das Tor machen, war dann abseits, ganz knapp abseits. Und wie es Frank dann gerade gesagt haben, 2, 3, 4 richtig gute Situationen rausspielen, viel Kontrolle haben, ist viel aufgegangen. Wir wollten die Heidenheimer nicht ins Umschalten kommen lassen, sie weghalten von unserem Tor. Ich finde, das ist über weite Strecken gelungen. Wir haben ihnen meiner Meinung nach noch 2 Ecken geschenkt, als auch die Situation von Niklas Beste, wo wir ein Missverständnis haben. Das waren die Situationen. Und daraus entsteht natürlich die Riesenchance und auch die Flanke. Ganz klar, da haben wir Glück. Aber unterm Strich habe ich es auch so gesehen, geht das Ergebnis in Ordnung, mehr als in Ordnung zur Halbzeit. Ich finde auch, dass wir dann ganz gut rauskommen. Das Spiel eigentlich wieder auf unsere Seite ziehen, machen dann das Tor. Und dann hat Frank ja auch schon gemerkt, dann war natürlich Partystimmung im Stadion. Und ist auch okay, die Fans freuen sich natürlich, freuen sich über ein gutes Ergebnis, freuen sich über ein gutes Spiel. Nur wir dürfen uns nicht freuen. Wir müssen sehr, sehr klar bleiben. Und das habe ich ein bisschen
ein bisschen vermisst. Die Klarheit, die Schärfe hat ein bisschen gefehlt. Wir haben noch ein, zwei, glaube ich, richtig gute Situationen im letzten Drittel, wo wir es nicht gut ausspielen, wo wir den besser Postierten nicht sehen, um das Spiel eventuell komplett zu killen. Und genau dieses Mindset brauchst du, insbesondere, also immer in der Bundesliga, aber insbesondere gegen die Heidenheimer in dieser Saison. Da kann ich ihm auch nur zustimmen und ein Stück weit gratulieren für eine Saison und ja auch ein Spiel heute bei einer Mannschaft, die einfach nicht aufgibt. So, und dann darf man trotzdem nicht vergessen, dass der Anschlusstreffer, der am Ende dann sehr, sehr wichtig ist für die Heidenheimer, ja, aus einem individuellen Fehler passiert vom Alex, der ihm wahrscheinlich in den nächsten Jahren, hoffe ich, aber gehe ich auch fest von aus, erstmal nicht mehr passieren wird. Alex hat bis hierhin eine überragende Saison gespielt, hat auch in der ersten Halbzeit diese eine Chance von Beste vereitelt. Deswegen gibt es da von meiner Seite keinen Vorwurf und trotzdem muss die Situation natürlich genannt werden beim Spielverlauf dieses Spiels. So. Und dann passiert was in den Köpfen, das ist passiert fast in allen Spielen, wenn du 2-0 führst, auf einmal fällt es 2-1, insbesondere wenn das Spiel eigentlich entschieden wirkt, dann ist der Gegner auf einmal wieder da, hat Überzeugung, da vielleicht doch noch was zu holen und wir finden auf einmal ein ganz anderes Spiel vor. Aber wir müssen definitiv daraus lernen, insbesondere eigentlich aus der Phase vor dem 2-1, natürlich dann auch aus der Phase nach dem 2-1, wo wir dann nicht mehr die Kontrolle hatten, die Souveränität verloren haben. Aber dazu habe ich gemischte Gefühle, es ist eine junge Mannschaft, die sehr vieles richtig macht. Ich möchte ihr das zugestehen, dass das passiert in so einem Spiel. Und möchte einfach auch nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, wie überragend es ist, dass wir in diesem Spiel noch 3-3 spielen. In der letzten Sekunde einfach das 3-3 machen, wo wir nicht genau wussten, ob wir uns jetzt richtig freuen sollen oder nicht. Ich habe mich innerlich gefreut, nach außen konnte ich es auch nicht zeigen. Aber der Punkt ist enorm wichtig für die Moral und für die Tabelle im Übrigen auch. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit und ja, müssen und wollen und werden aus diesem Spiel lernen, weil da gibt es viel zu lernen. Dankeschön. Soweit Sebastian Hoeneß nach dem Spiel am Sonntag. Philipp, was ist das, was dir so am meisten in Erinnerung bleibt von all dem, was da vorgefallen ist? Ja, dass so ein paar Facetten, die wir in den letzten Wochen immer wieder besprochen haben, auch da zum Tragen kamen. Zum einen mal spielerische Extraklasse. Ja, also ich glaube, der Vertikalpass war es, der gefragt hat, ist das Vintage Barca, was wir hier sehen oder was? Ja, weil das Tor von Gerassi von Stiller vorgelegt, ist natürlich allererste Sahne. Ja, ja. Das kannst du, glaube ich, nicht besser spielen. Und das gab es oft zu sehen in den letzten Wochen, immer wieder solche Sequenzen. Das war durchseziert. Also wirklich ja, die Hintermannschaft der Heidenheimer durchseziert in dem Moment. Ja. Dann hast du wieder dieses Thema Genügsamkeit gesehen, finde ich. Ja, hier und da war es mir dann doch vor allem ab der 60. Minute zu wenig, weil man dachte, ja, wir haben hier eigentlich alles im Griff, das spielen wir jetzt voll runter. Ne? Dann hast du das Thema Effizienz gesehen, haben wir auch oftmals schon in dieser Saison, du musst aus diesen Möglichkeiten mehr machen, die du vor allem in der ersten Halbzeit generiert hast. Das geht nicht, mit nur einem Tor in die Pause zu gehen, finde ich, ja, bei so einem Spielverlauf. Haben übrigens fast alle Heidenheimer auch gesagt. Die haben gesagt, wir müssen zur Pause hier eigentlich mit 3, eigentlich 4 sogar hinten liegen und deswegen bleiben wir am Leben in diesem Spiel. Und dann haben aber auch die Heidenheimer wiederum gezeigt, warum sie die Heidenheimer sind und warum sie auch mit diesem Spirit gerade durch die Liga gehen. Weil reichst du ihnen den kleinen Finger, dann reißen sie dir die Hand raus. Das ist es, das haben sie ja schon oft genug gezeigt in dieser Saison. Ja, und darauf warst du sicherlich auch vorbereitet. Also ich würde sicherlich nicht so weit gehen, zu sagen, Sebastian Hoeneß und sein Team haben seine Truppe, das war klar, das war allen bewusst. Also die Heidenheimer, die lagen in Dortmund 2-0 hinten, haben 2-2 gespielt, die lagen in München 2-0 hinten bei den Bayern, haben zwischenzeitlich zum 2-2 ausgeglichen, dann noch verloren. Also dass sie in so großen Auswärtsspielen, sage ich jetzt mal, vor großer Kulisse, wie sagst du so schön, dass die sich da nichts scheißen? Ja. Das wissen wir mittlerweile und dementsprechend haben sie das da auch gemacht, ja. Und vor allem halt auch mit was für Spielern, weißt du? Also das sind ja alles Spieler, die anderswo entweder gewogen und für zu leicht befunden wurden oder halt nicht durchgestartet sind aus irgendwelchen Gründen. Und es sind Leute wie Bene Gimber oder auch Beste, der jetzt zum Nationalspieler avanciert ist, Erin Dingci, das sind alles Jungs, die sind irgendwo in NLZ zwar gewesen, aber halt so richtig den klassischen Weg nach oben, den haben sie nicht gefunden. Und jetzt haben sie da ein Kollektiv und dazu noch ein Trainerteam, das
in Kombination eine Unit ergibt, die du quasi nicht gekillt bekommst. Ja, und wenn da aber die Chancen da sind und die hatte der VfB, dann sollte man es halt echt machen. Und das hat man nicht gemacht und deswegen die Quittung bekommen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also du musst ja nicht zur Pause höher führen, ja, führst aber nur 1-0. Dann erzielst du, und ich glaube, das ging vielen im Stadion so, und da nehme ich mich nicht raus. Ich habe allen gesagt, wenn hier der VfB das Zweite macht, dann hat er die 3 Punkte. Dann macht er das Zweite. So, obschon du natürlich weißt, wie die Heidenheimer ticken und dass denen das völlig egal ist. Und das hat Sebastian Hoeneß ja dann auch angesprochen, auch bei den Kollegen von der Sonne gesagt, dann war ihm ein bisschen zu viel Partystimmung. Und das war gar nicht vorwurfsvoll gemeint. Natürlich können die Leute auf der Tribüne feiern und ich war auch einer davon, der da auch gesungen und gesprungen ist. Und ja, aber die auf dem Platz müssen halt seriös bleiben. Das hat ihn ein bisschen gefuchst, dass dann, ja. Und da können wir natürlich auch drüber reden, Alex Nübel da bei dem 2-1 unglücklich aussieht, ist das eine. Wichtig ist mir vor dem Hintergrund unbedingt zu erwähnen, dass Alex Nübel es auch war, der den VfB vor der Pause vorm 1-1 bewahrt hat, mit einem richtig starken Save gegen Beste, ja. Wie er da den Fuß Correct. Rausfährt im Stil eines Handballtorwarts. Also immer. Aber es war eben auch Alexander Nübel, der das dritte Heidenheimer Tor, sag ich mal, durch sein Verhalten mit begünstigt hat. Genau, ja. Es war Licht und Schatten in diesem Spiel. Ne? Und natürlich ist es so, als Torwart, dann bleibt vor allem der Fehler so ein bisschen haften, auch weil er halt das Momentum in diesem Spiel gedreht hat. Nein, den Take gehe ich nicht mit. Okay. Das war schon vorher da. Also da braucht es nicht noch dieses Ei, das sich Nübel dann selbst ins Nest legt. War dann bei dir direkt nach dem 2-0 schon zu spielen? Ich finde, da hat ein, ich will nicht sagen Bruchstart gefunden, aber man hat gemerkt, dass der Grip verloren geht. Ja. Und das in Kombination mit dem, sag ich mal, Rahmenprogramm, ja, erstes Mal volle Hütte seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren mindestens, dann dieses generelle, wir feiern uns einfach komplett selber ab jetzt, ja, komme was da wolle, das ist ja menschlich, ich verstehe das. Total. Es ist total menschlich, aber in Kombination schwierig und deswegen Nübel war da nur Icing on the Cake, wenn du mich fragst. Also da war schon vorher da, hast du gemerkt, okay, die jetzt noch ein bisschen chubby chubby und dann nachher Ehrenrunde laufen und so. Nee. Und das ist halt Komfort, ja, führt dann in Kombination dazu, dass du jetzt unter Hoeneß 3 Mannschaften nur hast in der Bundesliga, in der Business, gegen die du noch nicht gewonnen hast. Das sind Leverkusen, die Bayern und eben Heidenheim, ne? Ist auch eine schöne Mischung. Das stimmt, bei Bayern und Leverkusen hast du zumindest noch die Chance. Genau. Bei Heidenheim in diesem Jahr zumindest nicht mehr, aber wir können davon ausgehen, dass es dieses Duell. Ja, du meinst natürlich in der Saison schon. Genau, klar, dass es dieses Duell aber in der nächsten Saison auch geben wird und insoweit Chance auf Wiedergutmachung. Dann wird aus dem 2-0 durch diese Situation, die du gerade auch schon angerissen hast, auch richtig starke Aktion der Heidenheimer, muss man sagen, auch Schläfrigkeiten des VfB hinten, fällt nicht nur das 2-2, sondern fällt auch noch das 2-3. Und ich glaube, das ist dann der Moment und dann dreht sich es dann wieder, wo du denkst, naja gut, jetzt gehen wir vielleicht nach Hause, sagt sich der eine oder andere, sagt, dann kriege ich noch ein Osterei und was Süßes zum Essen. Aber diese Rechnung soll es mit dem VfB halt auch nicht machen. Und dann gab es 6 Minuten Nachspielzeit und die fand ich in ihrer Gesamtheit sehr interessant, weil da gab es dann nicht nur die rote Karte, für Dovedan, sondern es gab auch eine gelbe Karte für Frank Schmidt, der sich wahnsinnig aufgeregt hat und hinterher aber gesagt hat, ich habe mich eigentlich gar nicht so arg über die rote Karte aufgeregt, ich habe mich über die Ecke aufgeregt, die es davor vor der Cannstatter Kurve gab, sagt dann aber auch gleichzeitig im selben Abendzug, ja, aber ich verstehe schon, wenn du die Ecke halt dann vor der Cannstatter Kurve auch noch gibst. So, dann gab's die Ecke. Dann gab es die Heidenheimer an der Eckfahne des VfB, dann gab es die rote Karte und dann war die Zeit eigentlich schon rum. Und dann ist es natürlich aber auch so, das ist dann auch wiederum verständlich, wenn es dann nochmal rot gibt, dann gibt dir der Schiri auch den einen noch. Dann sagt er, ich pfeife jetzt ja nicht mit der roten Karte, so einen kriegen sie noch. Und dann ging der VfB über Anton und Mittelstädt ein bisschen Hail Mary-mäßig nach vorne. Dennis Undaff macht Dennis Undaff Dinge. Übrigens fand ich... Also ich fand Dennis Undaff in der zweiten Hälfte eigentlich nicht wirklich stark. Ne? Er war ja wahnsinnig frustriert, auch nach dem Tor, hat sich dabei auch mit eingebunden, hat gesagt, mich hat das alles ein bisschen angekotzt. Und deswegen fiel auch sein Jubel dann beim 3-3 ein bisschen skurril aus. Ich glaube, ihm ging es so wie allen im Stadion. Alles so waren so zwischen geiles Last-Minute-Ding, aber ey, dass es überhaupt so weit kommen musste. Und genau das hast du bei ihm gespürt und deswegen, glaube ich, mögen ihn die Leute meine, so. Meine erste Emotion war eigentlich auch, du darfst für so ein Spiel eigentlich nicht noch einen Punkt mitnehmen.
Ja. Auf der anderen Seite, dass es der VfB macht, spricht wieder richtig. Genau. Also du hast quasi in diesem Spiel alle Facetten gesehen. Alles, da war alles drin. Die für und gegen den VfB. Ich glaube, es ist auch keiner, also mit ein bisschen Abstand ist es keiner wirklich traurig nach Hause gegangen, ja, von den 60.000. Die hatten alle irgendwie ihren Spaß dabei. Und ich meine, Frank Schmidt ist einfach auch, ich mag den Kerl. Ja, ich habe noch niemanden deutlicher sagen hören, mein Verhalten hat uns hier 2 Punkte gekostet. Ja. Ohne zu sagen, mein Verhalten hatte uns hier 2 Punkte gekostet. Ja, also das ist schon echt gut. Und auch, also vielleicht noch als letzter Punkt, Hut ab vor diesen. Ich habe Heidenheim nicht gut eingeschätzt, nicht hoch eingeschätzt. Für mich waren die erste Absteiger. Ich habe da deutlich daneben gelegen, was ich aber wirklich äußerst respektabel finde, wenn auch Ostersonntag und nicht viel Distanz, aber wenn du halt da mal kurz 6.500 Leute mitbringst nach Stuttgart, dann ist das wirklich eine Ansage. Ja, also habe ich nur meinen Hut, den ich davor ziehen kann, vor dieser Performance der Heidenheimer Fans, die ihre Mannschaft sicherlich auch das gegeben haben, was sie eben braucht, um dann nachher so ein Spiel abliefern zu können. Definitiv. Was dann diese nachdenkliche Stimmung rund um Dennis Undav und ich glaube auch beim Sebastian Hoeneß hat man es gehört, was dann vielleicht so ein bisschen hängen bleibt als negativer Aspekt in meinen Augen ist halt, dass dem VfB diese Nummer jetzt binnen Wochen schon zum zweiten Mal passiert ist, dass du ein eigentlich gewonnenes Spiel, was du im Kopf abhakst, deswegen auf dem Platz ein bisschen schleifen lässt und dir dann die Butter vom Brot nehmen lässt. Das ist nämlich gegen Köln auch passiert. Da stand es zugegeben nur 1-0. Aber auch das war eigentlich so der Moment, wo alle gedacht haben, naja, komm, du machst hier ein Tor gegen die und dann passt das. Und das ist ja das, was ich immer auch meine mit dieser Genügsamkeit. Ja, genau. Genüg dir nicht selbst in dem, was du da tust, sondern mach weiter, immer weiter, 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 weiter und dann springen halt auch irgendwann müssen ja Tore rausspringen, ja, und dann kommst du nicht in so eine Situation. Genau, und dann bin ich ja jemand, der sagt, jeder macht Fehler, einen Fehler kannst du einmal machen, blöd ist es, wenn er dir dann ein zweites Mal passiert und ich glaube, das ist das, was Dennis Undav so genervt hat. Dass das einmal passieren kann, ist klar, aber ich glaube, 1000-prozentig, das hat man ihm angesehen, der hat sich gesagt, ey, uns passiert die gleiche Scheiße schon wieder wie gegen Köln und das hat er alle wissen lassen und genau das finde ich aber so erfrischend. Und deswegen, glaube ich, sind alle, die bis zum Schluss im Stadion geblieben sind, auf ihre Kosten gekommen. Weil das waren 3 Spiele in einem. Da war viel dabei. Wir haben echt geile Tore gesehen. Muss auch sagen, im Nachhinein, du hast mir auch schon deine Meinung dazu gesagt. Schade, dass dieses Tor in der 8. Minute nicht gezählt hat, weil das war auch bockstark rausgespielt. Ja, das ist auch besser als das dann spätere Gerassi-Tor gewesen. Ja, ja. Wobei das natürlich auch nicht minder schlecht war. Mich freut es für Angelo Stiller, dass er sein Premierentor geschossen hat. Wir dürfen auch nicht erwähnen, dass Gerassi und Undav jetzt das beste Sturmduo der Bundesliga-Geschichte beim VfB sind. Auch das darf nicht unerwähnt bleiben. Und dann, und ich glaube, das ist das, was mir noch womit ich dann positiv schließen möchte, so sehr sich Dennis Undav geärgert hat. Man hat das auch bei Sebastian Hoeneß rausgehört. Der Satz ist immer so leicht dahergesagt. Wer weiß, wozu dieser Punkt am Ende noch gut ist. Aber ich finde, du siehst jetzt beim Blick auf die Tabelle schon, dass dieser Punkt was wert ist. Denn dadurch, dass du 57 hast, Dortmund 53, garantiert dir das auf jeden Fall schon mal, dass du auch nach dem Spiel in Dortmund Dritter bist. Und das ist was. Das ist was, was du mitnehmen kannst, woraus du positive Schlüsse ziehen kannst. Wir werden nachher über das Dortmund-Spiel sprechen. Und alleine aus dieser Sicht ist dieser Punkt schon was wert, weil du kannst von Dortmund nicht geschluckt werden am Samstag. Und mit diesem Gefühl dahin zu fahren, ist besser als ohne dieses Gefühl, finde ich. Was brauchen wir immer noch, wenn wir so zurückblicken auf Spiele? Ach so, wie heißt das, Philipp? Abschlussbericht. Bitteschön, Felix. Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Das war mal ein wildes Spiel am Ostersonntag. Das 3:3 war erst das 3. Unentschieden der Stuttgarter in dieser Saison und dazu eines, das keines hätte sein müssen oder gar dürfen, wenn man auf die Daten blickt. Die 3,2 Expected Goals der Schwaben sind ein Top-5-Wert in der bisherigen VfB-Saison. Heidenheim spielte 1,19. Alle 3 Schüsse aufs Tor, die Bundesliga listet, gingen am Aufsteiger rein. Es fiel der erste Treffer für Heidenheim nach einer Flanke aus dem Spiel dieser Saison. Es war der erste Doppelpack von Kleindienst, fast der Dreierpack, aber ein Tor wurde als Nübel Tor gewertet und erstmals erzielte der Aufsteiger mehr als 2 Tore in einem Auswärtsspiel in der Bundesliga. Beim VfB standen 6 Torschüsse. Was ich an der Stelle schon mal angesprochen hatte, ist nun durch. Gerassi und Undav sind das Top-Duo des VfB Stuttgart. Diese Saison trafen sie zusammen schon 38 Mal. Damit bieten sie den Rekord von Klinsmann und Allgöwer aus der Saison 1985-86 jetzt schon um ein Tor. Zumindest eingestellt wurde noch ein weiterer. Serhou Gerassi traf zum 8. Mal zur 1-0-Führung. Der Höchstwert in einer Saison mit Mario Gomez 2006-2007.
geht man nach den Toren pro 90 Minuten, ist Gerrit der Top-Stürmer der Liga, 1,3 ist sein Wert, Kay liegt bei 1,17. Anschluss Schiller hat sich mit seinem Premierentreffer für die Weiß-Roten als der insgesamt 280. Bundesliga-Torschütze des VfB eingetragen. Mit 70% hatten die Stuttgarter den höchsten Ballbesitzwert in den bisherigen 27 Ligaspielen. 759 Pässe waren ebenfalls ein Top-5-Wert für die Schwaben. Heidenheim spielte mit 255 die drittwenigsten Pässe aller bisherigen VfB-Gegner. 90% Passquote ist ja geteilt zweithöchste Wert der Schwaben. Heidenheim brachte 72% an den Mann. In der Laufdistanz waren es 119,4 zu 121,2 Kilometer. In Sprints 293 zu 272, der zweithöchste Wert eines VfB-Gegners. Mit 104 zu 84 gewannen die Weiß-Roten wieder mehr Zweikämpfe. 6 zu 7 Ecken, 5 zu 9 begangene Fouls, Tiefstwert beim VfB in dieser Saison. Ein Unentschieden also, das nicht hätte sein müssen, aber am Ende ja sogar noch gerettet wurde. Der VfB ist nun in Anführungszeichen trotzdem seit 9 Spielen ungeschlagen, 7 davon wurden gewonnen. Das ist die längste Serie der Stuttgarter seit fast 12 Jahren. Der VfB stand die Saison nach dem zweiten Spieltag auf Platz 9. Nach allen anderen Spieltagen war es maximal der vierte Tabellenplatz. Ein Champions-League-Platz als Worst Case klingt nicht so verkehrt. Vor einer Saison waren die Schwaben noch Tabellenletzter. An diesem Tage, dem 3. April 2023, gab es eine Pressekonferenz in der Mechatronik-Lounge. Hieß es, glaube ich, heißt immer noch, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall in der... Im Bauch, ne? Im Bauch der Mercedes-Benz Arena, die damals noch so hieß. Mittlerweile heißt sie wieder Neckarstadion. Für mich hieß es immer Neckarstadion. Ja, aber das natürlich, ist doch klar. Ich wollte nur meinen Fehler gerade bügeln, aber danke, dass du... Ja. Und wir müssen natürlich noch sagen, ihr hört dieses Ding frühestens am 4. April. Also richtig. Wir nehmen heute, aber wir sprechen vom Jahrestag. Ja. Ein Jahr Sebastian Hoeneß. Damals gab es noch, da gab es schon Montagabend, das war Dienstag, glaube ich. Montagabend war... schon klar, dass er kommen wird. Da wurden dann hier letzte Gespräche geführt, Verträge unterzeichnet, dann mittags die Pressekonferenz. Dann ging es quasi in die einzige Einheit, die er hatte mit der Mannschaft, um dann nach Nürnberg abzureisen, wo am nächsten Tag noch Anschwitzen anstand und dann eben das Pokalspiel, das mit einer Energieleistung irgendwie auf die VfB-Seite gezogen wurde. Das waren die ersten Stunden von Sebastian Hoeneß. Ich habe noch gut im Ohr, wie er sagte, ich kann... ja eigentlich gar kein, mir ist eigentlich ganz recht so, wie es läuft, weil ich habe ja gar keine Chance, jetzt großartig Fehler zu machen. Wir müssen uns so sehr aufs Wesentliche konzentrieren, dass wir jetzt hier dieses Programm der nächsten 36 Stunden durchwuppen. Ja, und es gibt eben ganz klar drei große Ziele, die jetzt wichtig sind und die gehen wir jetzt an, nacheinander. Das ist das, was ich direkt bemerkenswert fand. Ohne dass ich Sebastian Hoeneß auch nur einen Moment an der Seitenlinie erlebt habe beim VfB. Und ich will jetzt natürlich nicht sagen, ich habe es schon immer gewusst oder ich habe es gleich gewusst. Nein, aber trotzdem war die Art der Kommunikation schon besonders. Diese drei Ziele wurden nämlich nicht nur von ihm dann verbal bei der Pressekonferenz verkündet, sondern die gingen so mit der Pressemeldung raus. Ja, also als verkündet wurde vom VfB schriftlich, als an die Mailverteiler ging, Sebastian Hoeneß wird der neue VfB-Trainer, da stand ganz unten drin, wir haben drei Ziele. Erstens, wir wollen im Pokal eine Runde weiterkommen. Zweitens, wollen den Klassenverbleib schaffen. Drittens, danach, völlig unabhängig davon, wie die Saison endet, führen wir eine schonungslose Analyse durch. Und alles drei wurde dann erledigt. Er startete, du hast gerade angesprochen, direkt mit vollem Programm in Nürnberg im Pokal, 1-0 weitergekommen. Dann ging es am Wochenende drauf zu einem ganz, ganz wichtigen Auswärtsspiel nach Bochum, das 3-2 gewonnen wurde. Und so war der Weg schon ein bisschen geebnet. Dann hatten wir immer mal wieder aus VfB-Sicht natürlich auch kleinere Rückschläge. Es gab Niederlagen bei der Hertha, es gab ein bitteres Aus im Pokalhalbfinale. Aber es gab auch eben dieses spektakuläre 3-3 gegen Dortmund. Kurzum, was Sebastian Hoeneß im Finish der abgelaufenen Saison geschafft hat, ist binnen Wochen dem VfB, den Spielern und seinem Umfeld den Glauben zurückzubringen, dass das noch reichen kann. Ja, das hast du schön zusammengefasst, das war so, hat sich ausgedrückt in 13 Ligapunkten ohne Relegation noch in diesem Finish. Daneben die Relegation mit einem Enzo Mio, der eine tragende Rolle gespielt hat, sowohl in der Relegation, aber auch beispielsweise in dem Pokalspiel in Nürnberg. Darf ich übrigens ganz kurz reingrätschen, weil, bevor wir dann sozusagen auf diese jetzige Saison schauen, das ist ein Moment, der für mich bei Sebastian Hoeneß total in Erinnerung geblieben ist. Und zwar nach Abpfiff am 34. Spieltag gegen Hoffenheim. Du spielst 1-1. Das Stadion ist so ein bisschen enttäuscht, weil alle hofften auf den direkten Klassenverbleib. Du musst in die Relegation, du musst den Umweg gehen. Und auch da war so ein bisschen wie jetzt am vergangenen Sonntag nach dem Spiel, so keiner wusste so richtig, wie greifen wir das? Das war so ein Stecker-Raus-Moment. Und er hat da, also
im Sinne von, boah, jetzt hat uns hier einer den Checker gezogen, scheiße, wir müssen schon wieder in diese Relegation. Und der Trainer hat instinktiv genau das Richtige gemacht, indem er sich eben das Mikro genommen hat, dem Laser das Mikro. Er ist vor die Mannschaft, zwischen Mannschaft, genau, auf die Kurve zu, genau, und hat die Faust nach oben gerecht, gesagt, wir schaffen das, weiter geht's. Ja. Guckt dann nochmal so ein bisschen, so seine kleine Übersprungshandlung, die ich sehr mag, an ihm auf seine Stoppuhr, nochmal kurz, ja, stimmt, okay, Zeit stimmt auch. Und dann geht's weiter. Weil das war ein Moment, wo so ein, übrigens, wo alle sich hingen ließen, weil sie kurz gedacht haben, wir wollten heute gegen Hoffenheim das zumachen. Und damit hat er auch schon die Richtung für die Relegation vorgegeben. Und wie die gelaufen ist gegen den HSV, ich glaube, das wissen alle, die wurden an die Wand gespielt. Auf den Zaun komme ich erst, wenn wir was erreicht haben. Genau, das war dann vor Weihnachten, ne? Ja. Nach dem 3-0 gegen Augsburg, genau, auch sehr stark, das zeigt auch genau, wie er tickt. War aber auch tatsächlich, das waren die einzigen beiden Male, wo er tatsächlich aktives Wort ergriffen hat. Ansonsten musste ja, seht ihr ja alle auch, wenn ihr im Stadion seid oder vor den Endgeräten, wenn ihr seht, wie sich die Mannschaft verhält nach dem Spiel, ist ja meistens immer zu beobachten, man versammelt sich irgendwann in einer Reihe vor der Kurve, hüpft und tanzt und feiert, weil man eben was zu feiern hat, kommt häufiger vor in dieser Saison bisher, als häufiger als sonst zumindest. Ja, man hüpft und, schon ordentlich dieses Jahr. Er hat eigentlich immer mindestens 20, 25, 30 Meter Abstand, übertritt kaum die Mittellinie oder steht noch im Mittelkreis. Steht fast im Mittelkreis. Ne? Und schaut sich es eben von dort an, weil er eben sagt, dieser Moment, der gehört nicht mir, da habe ich nichts zu suchen, sondern das ist die Mannschaft. Das Mannschaft und Fans sollen hier diesen Moment zusammen haben. Und eben diese zweimal, wo er es für nötig erachtet hat, tatsächlich, dann hat er auch proaktiv dann sich zu Wort gemeldet. Ansonsten hält er sich da sehr, sehr zurück. Lässt auch ganz guten Einblick zu, was er eben so für ein Typ ist. Und Stichwort Teamplayer auch. Ja, ich meine, das ist auch das, was ja aus dem Umfeld oder aus der Mannschaft berichtet wird. Also er weiß zum einen alle richtig anzupacken. Sie folgen ihm. Es ist eine Unit, auch so Leute wie Jong oder Katompa, die ja eigentlich, glaube ich, sich mehr erhofft hätten, ja, von dieser Saison bisher das nicht bekommen in Form von Spielzeit, Anteilen und so weiter. Die scheren nicht aus, sondern die machen einfach genauso ihr Ding stellen sich die Mannschaftsgefüge in ihre Rolle so auf, wie es sein muss. Du wolltest sagen, es steht keiner mehr quer im Stall. Genau, das hat viel damit zu tun, wie er diese Jungs anpackt. Definitiv. Und dann ist es, wie gesagt, wie du sagst, es ist halt auch nicht nur, das ist mir wichtig zu erwähnen, es ist nicht nur Sebastian Hoeneß. Ihr habt ein YouTube-Video wahrscheinlich schon gesehen, haben wir schon mal kurz so ein bisschen zusammengefasst, was wir hier gerade besprechen, aber das ist auch Malik Fatih, das ist David Crisitlo, das ist Nate Weiss, das ist das komplette Physio-Team um Gary Wörn, das ist aber auch Markus Frigin und Jesper Smits, die quasi die Spielanalyse machen und die von ihm auch wirklich als fast gleichberechtigte Partner gesehen werden. Ja, er steht einem Team vor, er ist derjenige, der nachher auch den Kopf dafür hinhalten muss, aber er ist eben Teil einer Truppe, die diese Mannschaft gerade so nach vorne bringt, so entwickelt, wie es eben jetzt der Fall ist und zu beobachten ist für alle und allen auch so Spaß macht, Woche für Woche. Und das zeigt sich dann sozusagen in diesen Soft Skills, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast, also auch vielleicht im zwischenmenschlichen Umgang. Das zeigt sich an seiner Art, auch an seinem Charisma, das er rüberbringt. Ich habe schon mal gesagt, so ein bisschen NFL-Coach-mäßig, ja, wie er da rumläuft und sich gibt, dem VfB ein neues Gesicht gegeben hat, ein positives Gesicht über die Region hinaus. Und das ist sozusagen das eine. Das andere sind dann aber die nackten Zahlen und die sind halt auch krass. Und das ging natürlich dann, damit wären wir bei der laufenden Saison, das ging natürlich direkt bockstark los. Ne? Wenn du 5-0 gegen Bochum gewinnst, dann kriegst du den Leipzig auf den Deckel, aber du gewinnst Freiburg, dann 5-0 gegen Freiburg. So, das hat aber direkt vorgegeben, wie diese Mannschaft und wie dieses Team tickt. Nämlich, wir sind bei weitem nicht perfekt. Auch wir machen Fehler, auch wir haben schlechte Tage, aber wir erholen uns, wir schütteln uns ab und wir gehen weiter unseren Weg. Das haben alleine diese drei Spiele mit den extremen Ergebnissen gezeigt. Ich glaube, wenn du im Retrospektiv mit ihm sprechen würdest in 3, 4, 5 Jahren, ob er da noch VfB-Trainer ist oder nicht, vollkommen irrelevant. Aber ich glaube, er würde dir sagen, dieses Leipzig-Spiel war mit maßgeblich für die dann darauf folgenden Wochen und Monate. Mhm. Ja, weil es der Mannschaft halt ganz schnell gezeigt hat, hör mal zu, hier ist nicht nur Sternchen vom Himmel spielen, ja, sondern ihr seid leider auch zu dem Status, Zeitpunkt waren sie es noch, labil,
in gewissem Maße und daran müssen wir arbeiten. Es gibt halt mehrere Baustellen, die müssen wir weiter bearbeiten. Und dann kann sich etwas daraus entwickeln, was dann später auch so kam. Ja, ich glaube, das würde er dir sagen, weil das ein Spiel war, das alles so drin hatte, diese Rollercoaster-Geschichte, wie sie so oft vorkommt in diesem Sport. Und daraus wurden die richtigen Lehren und Schlüsse gezogen. Ich glaube, dass es auch aus Trainersicht so rein pädagogisch ganz wertvoll war, in Anführungsstrichen, so bitter es auch war und so sehr es geschmerzt hat. Aber das ist ja auch so, du zeigst ja deinen Schülern ja dann auch gerne auf, pass auf, da gibt schon noch was zu arbeiten hier bei uns. Nur weil wir das erste Spiel 5-0 gewonnen haben, heißt es nicht, dass wir jetzt hier die Sterne vom Himmel spielen. Und so nahm die Saison ihren Lauf, du hast es angesprochen und das sind natürlich Zahlen. Wahnsinn, der VfB ist der beste Tabellendritte in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, hat sogar im Schnitt mehr Punkte als in seiner letzten Meistersaison 2006, 2007 geholt. Natürlich bist du dann Dritter, weil du halt Leverkusen so performen siehst und weil die Bayern noch Zweiter sind. Zwinker-Smiley. Zwinker-Smiley, wollen wir eine Wette? Ich glaube, wir waren schon mal kurz davor. Ne? Aber ich wäre mir nicht so sicher, ob die noch Zweiter sind am Saisonende, aber wir werden sehen. Fakt ist auch, und das ist auch etwas, was zu Hause ist der VfB eine Bastion direkt auch geworden mit ihm. Ich habe es angesprochen, das 3-3 gegen Dortmund und. Ja. Aber er hat es einfach auch geschafft, die Mannschaft auswärts zu stabilisieren und deswegen bist du auch da tabellarisch, wo du bist. Wir erinnern uns, wir hatten mal Phasen hier, ich glaube, wir haben gefühlt 138 Podcast-Folgen aufgenommen ohne Auswärtssieg. Ja. So, und irgendwann wurde der Auswärtssieg fast schon zur Routine beim VfB. Und auch das gehört dann einfach dazu. Er schafft es, die Mannschaft so einzustellen, dass sie auch auf den Gegner fokussiert ist. Ja, das heißt nicht, dass er seinen kompletten Spielstil am Gegner orientiert, aber es gibt immer Facetten, wo er den Blick auf den Gegner richtet und auf sich selbst bezogen. Und das ist, finde ich, die stärkste oder das, was am meisten hervorzuheben ist, nach einem Jahr Sebastian Hoeneß beim VfB. Mittlerweile ist es beim VfB wieder so, dass das System über allem steht und zwar auch über den einzelnen Spielern. Das merkst du daran, wenn Leistungsträger auch mal ausfallen, auch mal länger ausfallen. Serhou Guirassy hat eine Weile gefehlt. Dennis Undorf hat die ganze Anfangsphase verpasst. In der Verteidigung Zagadou mit Kreuzbandriss raus. Roh bricht sich den Kiefer. Ito ist beim Asien-Cup. Und trotzdem stehen da immer 11 Spieler auf dem Platz, die sich dem System unterordnen, die wissen, was sie zu tun haben. Und sodass, während du natürlich in der Tabelle hinten rumkrebst, wenn du solche Ausfälle hast, dann bist du sehr schnell am Lamentieren, sagst du, der fällt aus, das wird schwer, wie sollen wir da punkten? Mittlerweile ist der VfB meilenweit davon entfernt, sondern so kommuniziert das Sebastian Hoeneß ja auch selbst. Jo, dann fällt halt Waldemar Anton aus in Dortmund, dann ist es die nächste Challenge, dann ist es die nächste Herausforderung. Und genau mit dieser Einstellung geht der VfB da voran und das geschafft zu haben, dass das System über einzelnen Spielern steht, das ist für mich die größte Errungenschaft von Sebastian Hoeneß. Das ist richtig, wobei ich es vielleicht nicht unbedingt System nennen wollen würde, sondern eher Prinzipien, ja, okay, die definiert sind und die einfach greifen müssen, unabhängig davon, welches System gespielt wird, welche Taktik man wählt, wer auf dem Platz steht. Aber ja, das ist dann... Prinzipien finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, gefällt halt mir. Einfach dann ja, Detailgeschichten. Man kann, ja, auch wenn man sich so ein bisschen in der Fußballwelt umschaut, auch klar sehen, wo er eventuell adaptiert hat. Ja, beziehungsweise einen Teil davon hat er ja auch klar kommuniziert. Brighton Hove Albion, Roberto De Zerbi, Fußball gefällt mir gut. Da sieht man Dinge beim VfB. Man sieht aber auch andere Trainereinflüsse, ja, Fernando Diniz nenne ich da mal, den habe ich auch schon mal genannt, der in Brasilien Fluminense Coach, zeitweilig auch Interimstrainer der Seleção war. Da geht es viel um Dreiecksbildung, Wenn-Dann-Geschichten, Pressingfallen auslösen und. Also alle Sachen, wo man Details davon wiederfindet. Aber Hoeneß hat nicht einfach nur kopiert, sondern er hat am besten ist es, glaube ich, auch mit adaptiert. Er hat eben versucht, Dinge davon, Sequenzen davon zu nutzen für das, was er gerne sehen möchte, ja, und das der Mannschaft näher gebracht. Und unabhängig davon, ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, da muss man sich mit Leuten unterhalten, die ihn in seinen früheren Stationen beobachtet haben. Er hat halt persönlich auch eine riesige Entwicklung hingelegt. Mhm. Nicht nur die Mannschaft, die ja nachweislich eine tolle durchmacht, aber auch er hat davor schon eine hingelegt, weil sonst würde er nicht so coachen können und die Gruppe nicht so führen können, wie wir es hier schon besprochen haben, wie es jeder sehen kann, der mal auch ein Training da unten
sich reinzieht, das ist schon, ja, ist ja auch ganz logisch, Persönlichkeitsentwicklung, also das findet ja bei jedem statt und er wäre kein Guter, wenn er nicht lernen würde aus seinen eigenen, ich will es nicht mal Fehler nennen, aber halt vorherigen Stationen, ja, und auch da sich, sag ich mal, selbst challenged, vielleicht auch mit einem Coach oder einer Trainerin das gemacht hat, weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass man natürlich, ich brauche jemanden, der mich spiegelt, der nicht in meinem Inner Circle ist, wie David Cresidlo, der ihm quasi schon seit Jahren als Schwager auch nicht nur familiär verbunden ist, sondern eben auch mit ihm ständig an der die Station durchgeht, die Trainerstation. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Hoeneß da sowas in diese Richtung gemacht hat und davon profitiert. Ja. Ich erinnere mich auch dran, bei seiner Antrittspressekonferenz oder eine der ersten Pressekonferenzen ist es gewesen, da ist er auch danach gefragt worden, war eine Weile, hat sich eine Auszeit genommen, ist nicht direkt von einem Job zum nächsten, was er in der Zeit gemacht hat, und dann hat er in die Richtung was angedeutet, so im Detail hat er das natürlich nicht verraten, aber gesagt, er hat sich selbst hinterfragt, er hat geschaut, wo habe ich Dinge gut gemacht, wo habe ich Dinge weniger gut gemacht, wo ist Luft nach oben, und er hat dann sinngemäß sowas gesagt, wie die Antwort, die werdet ihr dann schon sehen, so vielleicht in den nächsten Wochen, und die hat er dann eben auch gezeigt. Ist auch, sag ich mal, ein Zeugnis der neuen Generation, was Trainer angeht. Das sind nicht mehr nur diese krassen Alphas wie ein Felix Magath oder ein José Mourinho. Denkst du, ein José Mourinho hätte jemals sich selbst hinterfragt? Den Teufel wird er tun. Auf gar keinen Fall macht er sowas. Ja? Ich stelle mir den schon manchmal vor, wenn er so in der Therme liegt und vielleicht irgendein Longdrink. Nein, okay. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne ihn nicht, ja, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und da gehört eben dazu, dass man sich selbst in Frage stellt, im Sinne von, also nicht komplett, sag ich mal, alles seziert, aber eben schon schaut, okay, wo sind Potenziale, wo habe ich Fehler gemacht, wie kann ich das ändern, wo kann ich mich verbessern. Und das Ergebnis, davon profitiert der VfB Stuttgart jetzt und im Idealfall bis Juni 2027, denn so lange hat er einen Vertrag unterschrieben. Der zweite Trainer, der zumindest von Medienseite aufgebauschten Bayern Awards in dieser Saison eine lange Nase gedreht hat. Erst Hoeneß, dann Alonso. Ja. Mal gespannt, wer nachher Trainer wird bei Max Eberl und Konsorten. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn es Julian Nagelsmann wird. Und das wäre, glaube ich, die ultimative sag ich mal Schmach, die sich der FC Bayern Hollywood sich selbst eingestehen müsste, wenn man den Julian Nagelsmann zurückholen würde an seine Wirkungsstätte, wo ja dann vor 2,5 Jahren kurzzeitig mal irgendwie was endete. Naja. Es ist ein Wahnsinn. Und ich glaube, das ist das, worüber die VfB-Fans sich am meisten freuen können. Sebastian Hoeneß, Vertrag verlängert, bleibt beim VfB in der nächsten Saison definitiv und wird sozusagen die Ernte dessen sehen, was er jetzt mit seiner Mannschaft aufgebaut hat. Das heißt, international spielen, das können wir auch jetzt schon fast mathematisch sagen. Wo genau, wird sich dann noch zeigen. Aber das ist, glaube ich, etwas, worauf sich viele freuen können. Da werden echt noch gute Abende unter dem Cannstatter Flutlicht stattfinden. Für euch haben wir ein Potpourri an Hoeneß-Content zusammengestellt. Findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Da ist ein Video mit dabei, da sind Bilder mit dabei, Highlights, statistische Petitessen, alles Mögliche haben wir rausgekramt und natürlich so ein großes Gesamtbild gezeichnet. Die Kollegen Scheu und Ubina, glaube ich, waren es, die dieses Jahr Hoeneß wie sagst du immer so schön, Püree massieren lassen. Genau, die Hoeneß-Tabelle, Stichwort, ne? Die Hoeneß-Tabelle und auch Amtszeiten beim VfB. Du hast gesagt, Sebastian Hoeneß jetzt ein Jahr beim VfB, ist das schon auf dem Sprung fast in die Top 20, was so die All-Time-Werte angeht. Also das alles packen wir euch in die Shownotes, da könnt ihr euch ein bisschen durchklicken. Ist natürlich bei der Fluktuation bei dem Club auch nicht allzu schwer, ja? Zwinker, zwinker. Aber, da hast du recht. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch alles bei uns nachlesen, nochmal in Ruhe zu Gemüte führen und uns was jetzt, glaube ich, echt ein inneres Blumen pflücken, dass wir wirklich Sebastian Hoeneß auch an der Stelle nochmal ein Stück weit hochleben lassen konnten. Denn das muss man dann an der Stelle einfach so sagen, er hat es geschafft, den VfB wieder in die Erfolgsspur zu führen und ist nach einem Jahr, 3. April 2024, ein absoluter Glücksfall für den VfB. Ich wollte schon gerade sagen, ne, Philipp, ob jetzt der kommende Werbeblock ein Glücksfall für den Podcast ist, weiß ich nicht, aber wir sind gleich wieder da. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So, da sind wir wieder und wie schon fast Tradition in den vergangenen Folgen Podcast ist, an der Stelle ein Blick auf die ein bisschen schwereren Themen. Natürlich hat es sich der VfB auch in der vergangenen Woche nicht nehmen lassen, einen rauszuhauen oder zwei rauszuhauen oder drei rauszuhauen, während unsere Folge online gegangen ist. Das ist am vergangenen Mittwoch, ist unsere Folge rausgegangen. Noch am selben Tag erschien ein großes Interview von VfB-Präsident Klaus Vogt bei den Kollegen des Kicker mit Benny Hoffmann, den wir auch schon mal in einer unserer Folgen zu Gast hatten. Dann gab es mal wieder eine Pressemeldung, ich glaube Nummer 16 war es, wo sich das Präsidium, vorrangig Christian Riedmüller und Rainer Adrian, nochmal zu Wort gemeldet haben. Es gab ein großes Interview bei uns zu lesen mit den Vorständen Werle und Kasper. Das ist alles so, was Mittwoch, Donnerstag, Freitag so in der K-Woche passiert ist. Wie immer, auch an der Stelle, ich sag's direkt vorneweg, wir packen euch irgendwie 38 Links in die Shownotes. Also ihr könnt nicht nur alles zu Sebastian Hoeneß nachlesen, sondern auch alles zu den Entwicklungen der vergangenen Tage. Mittlerweile brauchen wir für die Shownotes fast so lange wie die Sendungsvorbereitung. Das ist ja, das ist tatsächlich bald... machen wir so das Alte Testament ein bisschen voll. So was. Philipp, du warst ja in der vergangenen Woche nicht da, du hast ein bisschen eine Auszeit genommen. Wie ordnest du all das ein, was da passiert ist? Erstmal bin ich froh. Also ich denke da erstmal in allererster Linie an mich selbst. Ich habe den größten Part dieser Shitshow einfach an mir vorbeiziehen lassen können. Die Wochen davor, die waren alles andere als vergnüglich. Arbeitszeiten fern jeglicher Betriebsvereinbarung und so weiter und so fort. Ja, unabhängig davon, also für mich bleibt auch jetzt mit dem Rückblick über die letzten Tage, ich glaube das letzte, was es von einem Vereinsoffiziellen zu hören gab, stand jetzt Nico Kovac-Schweiß. Stand 3. April übrigens. Richtig, genau. Datum habe ich mir gemerkt. Das Halbzeitinterview von Alex Werle bei einem gut aufgelegten Mario Rieker, der wichtige Fragen gestellt hat, nervige Fragen offensichtlich auch. Ja, also für mich bleibt weiterhin das, was ich schon vor 2 oder 3 Wochen gesagt habe. Es gibt nur Verlierer in dieser Sache. Klaus Vogt hat sich erneut keinen Gefallen getan, wenn du mich persönlich fragst, mit diesem Interview. Aber allein die Tatsache, dass es komplett am Verein vorbeimachen musste, am Club vorbeimachen musste, zeugt natürlich von einer gewissen Brisanz. Ja, ich meine, es ist natürlich... Ja, es hat ein Geschmäckle, das muss man so sagen, weil normalerweise laufen solche Dinge eben anders. Ja, die Medienabteilung eines Clubs ist aktiv eingebunden in so eine Geschichte. Das ist in dem Fall nicht der Fall gewesen. Dann hat das natürlich Reaktionen zur Folge. Dann diese Riedmüller-Geschichte mit den Metadaten im PDF. Dann die Fans, die eine große Bühne, volles, ausverkauftes Haus zum ersten Mal seit längerer Zeit nutzen, um eben auch nochmal ihre Position darzulegen. Fand ich übrigens erwähnenswert, hat leider bei uns nicht stattgefunden in der Berichterstattung, dass es eben ein sehr, sehr großer Teil ist dieser Gruppen. Ja, wenn man überlegt, der VfB hat 500 noch was OFCs, davon über 200, die sich dieser Forderungen anschließen, das ist ein signifikanter Teil, ja, der da abgebildet wird. Das darf man, finde ich, nicht unerwähnt lassen. Wir haben ja auch in der vergangenen Folge unseren anderen Felix, den Felix Frei, das gesamte Schreiben der Cannstatter Kurve einmal rezitieren lassen. Einfach, damit es mal dasteht, damit es auch akustisch da ist, damit auch klar ist, was genau, nicht nur was die Forderungen sind, sondern wie diese Forderungen hergeleitet werden, was ich auch immer ganz wichtig finde. Stichwort Kontext darf man nie außer Acht lassen. Und ja, ich glaube, du hast es ziemlich gut zusammengefasst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Interview mit Klaus Vogt, ich habe mir das ein paar Mal durchgelesen und ich würde mich jetzt so einschätzen, dass ich schon auch Dinge schnell verstehen und reflektieren kann. Es gab ein paar Stellen, die ich nachvollziehbar fand. Es gab auch nach mehrmaligem Lesen Stellen, mit denen ich ehrlich gesagt nichts anfangen kann, wo ich nur viele Fragezeichen im Kopf hatte. Ich finde, dass der Kollege Benny Hoffmann auch durch die Art der Fragestellung in diesem Interview schon auch hin und wieder glücklicherweise, wie ich finde, suggeriert hat, dass er da auch nicht ganz d'accord geht, sondern auch ein bisschen Widerspruch gegeben hat, woraus sich es zumindest gut las als das korrekt, Interview an sich. Ne? Mir ganz ähnlich. Ja, also. aber trotzdem gab es da einfach noch Dinge, wo ich gesagt habe, schwierig. Für mich bleiben ein paar zentrale Fragen offen, ja, die werden wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Ja. Das ist zum einen diese, sag ich mal, Gemengelage im VfB-Präsidium, ja, und ist es wirklich Christian Riedmüller zuzuschreiben, dass er aktiv gegen den amtierenden Präsidenten arbeitet? Philipp, ganz kurz, dass ich mal gedacht hätte, dass wir nach 284 Folgen möglicherweise mal darüber diskutieren, was passiert, wenn man aus einem Word-Dokument ein PDF macht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist nur eine andere Geschichte, ja, mach weiter. Und die zweite Frage ist,
die wird sicherlich auch noch eine Rolle spielen, also die sich mir stellt, hat Porsche tatsächlich diesen Aufsichtsratsvorsitz nicht gefordert oder eben vielleicht doch. Dann die Frage, was da wo, wie unterschrieben wurde und über allem die Zentrale, ist 50+1 tatsächlich gegeben beim VfB Stuttgart oder eben nicht? Ist es nur ein Feigenblatt? Ist es etwas, was zwar immer wieder erwähnt wird und hochgehalten wird? Auch Wehrle hat das am Sonntag wieder getan in diesem Halbzeitinterview. Aber ist es faktisch tatsächlich so? Ja, und da muss ja aber jemand eine Rede und Antwort stehen, der sich in AG-Recht und Vereinsrecht und so weiter auskennt. Das bin nicht ich, ganz ehrlich nicht. Ja, aber ich glaube, das ist eine der zentralen Fragen, wenn nicht sogar die zentralste aller, die sich da weiterhin stellt. Und wie wir den VfB Stuttgart kennen, Christian, es wird nicht das letzte Kapitel gewesen sein dieser ganzen Thematik. Da wird es auch weiterhin Gesprächsstoff für uns und für alle anderen geben. Du hast ja nicht so viel Fernsehen geschaut wie ich früher. Ne? Marienhof sagt dir nichts, ne? Nein. Es wird viel passieren. Nein. Wow. Nein. Gut, egal. Es ist aber definitiv so und auch da natürlich, wir werden euch weiter mitnehmen. Und Fackeln und im Sturm habe ich geguckt. Oh, mal. Boah, meine Güte. Mit also, Patrick Swayze, Südstaaten-Dingens, aber da war ich irgendwie, keine Ahnung, 3 Käse hoch. Das kam immer so um Weihnachten, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall eine, wie soll man sagen, Telenovela, sagt man, glaube ich. Oder? Fackeln im Sturm passt eigentlich auch zu dem, was sich in der 10. Minute im Stadion abgespielt hat, aber das nur am Rande. Wie gesagt, wir nehmen euch da mit und es wird nicht das letzte Wort gewesen sein. Ich denke auch, was wichtig ist zu erwähnen, so ein bisschen heimlich still und leise wurde ja dann auch der Termin für die nächste Mitgliederversammlung kundgetan, die findet Ende Juli statt. Ich glaube, da wiederum, du hast gesagt, das eine ist die 50+1 Frage. Ich glaube, die andere Geschichte ist natürlich die, über die man halt auch diskutieren muss, dieses Versprechen, das da 2017 gegeben wurde. Inwieweit ist das zu fixieren? Inwieweit ist dafür zu sorgen, dass das dann vielleicht auch irgendwann rechtlich bindend sein kann oder nicht? Fakt ist, und das haben wir auch schon in den vergangenen Wochen, glaube ich, immer wieder dargelegt, der Aufsichtsrat handelt da dann dennoch autark erstmal von dem, was bei Mitgliederversammlung ist. Ja, und genau das ist ein springender Punkt. Ist das nicht vielleicht derjenige, weswegen 50+1 vielleicht doch nicht mehr so ganz gegeben ist? Weil der Aufsichtsrat ist nicht weisungsgebunden. Zwar hast du als Verein die Möglichkeit, über die Hauptversammlung Vertreter irgendwie auszutauschen, ja. Aber das kannst du ja dann eigentlich erst tun, nachdem das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Du kannst ja nicht davor sagen, hey, hör mal zu, ja. Also, wie gesagt, ich bin da nicht Experte genug, um mir ein abschließendes Urteil zu erlauben. Ich wage mich nur so weit aus dem Fenster, diese Fragen werden diesen Club weiter umtreiben, ja. Und dann wird sich zeigen, wie er damit umgeht, ob er es mal wieder hinbekommt, das einzupegeln, dass das Sportliche, das große Ganze über allem steht oder ob es weiterhin so ist, dass eben gewisse Entscheider ja vielleicht ihr eigenes Wohl über das des Clubs stellen und eben Streitereien ständig das, sag ich mal, Mediale rund um den Club mitbestimmen. Das ist einfach schade, weil es könnte so viel mehr gehen, wenn man das ablegen könnte. Dazu ist man offensichtlich aber nicht in der Lage. So, wir machen medial an dieser Stelle Schluss mit diesem Thema und fahren Jingle ab. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. So, Philipp, es gab 2 Spiele in der vergangenen Woche. Richtig. Des VfB 2, denn erst gab es ein bitteres 0-1 im Gazi-Stadion gegen die Kickers Offenbach. 2-mal rote Karte. Auch noch für den VfB. Dann unter der Woche am Dienstagabend Wiedergutmachung beim Tabellennetzen, TuS Koblenz 3-1 gewonnen und in der Zwischenzeit hat sich an der Spitze der Regionalliga auch noch einiges getan. Ich habe in der vergangenen Woche mit Jürgen Frey so ein bisschen über die Situation in der Regionalliga gesprochen. Die Kickers haben nach der Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt 2 auch noch bei Hoffenheim 2 richtig auf den Deckel bekommen. Die Hoffenheimer haben auch wiederum am Dienstagabend gewonnen, Last Minute in Aalen und sind dementsprechend vorübergehend wieder Tabellenführer. Und die Mannschaft des VfB von Markus Fiedler hat natürlich gegen Offenbach ein bisschen was liegen lassen, aber auf der anderen Seite dran ist sie immer noch so oben, ne, an den beiden. Zeckt sich so ein bisschen ran. Ja, ich meine, hättest du gegen Offenbach ein anderes Ergebnis zustande gebracht, könntest du jetzt vielleicht sogar über ein tatsächliches Kopf-an-Kopf-Rennen sprechen. Ja. Ja, aber es ist für mich beachtlich, was da bei den Blauen passiert. Ich hoffe persönlich, sie kriegen die Kurve. Sie hätten es, finde ich, nicht vielleicht in Gänze verdient, aber sie hätten, glaube ich,
selten eine bessere Chance, da komplett durchzurutschen und wieder in eine Region zu kommen, also in eine Liga zu kommen, wo man wirklich vom Profifußball sprechen kann. Ja. Bleibt spannend, das macht's attraktiv. Also ich gucke gerade viel Leagues, gucke viel Streams, gucke mir regelmäßig Spiele an, nicht nur vom VfB 2. Und jetzt auf das 3:1 bezogen. Ein Spieler, der mir besonders ins Auge stach, der hat auch ein Tor gemacht. Das ist einer, der vielleicht auch in Dortmund am Wochenende eine Rolle spielen wird, nämlich Henry Chase, der einer der letzten Innenverteidiger ist, der den der VfB gerade noch hat, der regelmäßig bei Hoeneß ja eh schon trainiert, seit Monaten, aber eben jetzt durch diese Anton-Verletzung vielleicht vielleicht tatsächlich eine größere Rolle in den Planungen spielt, denn ich greife jetzt ein bisschen vor auf den Part nach hinten, außer Hiroki Ito ist, glaube ich, gerade kein nomineller Innenverteidiger mehr fit bei Hoeneß im Kader. I see what you are doing here. Ich werde dir nachher meine These vorstellen. Das machen wir aber im Dortmund-Part. Ja. Wir bleiben noch beim VfB 2. Da geht's am kommenden Wochenende wieder zu Hause. Mhm. Samstag 14 Uhr gegen Hessen Kassel. Ja. Auch da könnte... kann und sollte man gewinnen. Ja, definitiv. Punkt. Trotz der Rotsperren, die es weiterhin noch geben wird am kommenden Wochenende. Aber da ist einiges drin. Die Hoffenheimer und die Kickers haben auch verhältnismäßig machbare Aufgaben, wenn ich das richtig überblicke. Die Kickers haben gegen Hoffenheim nicht nur verloren, sondern sie haben 5-0 verloren, sich dementsprechend auch ihr Torverhältnis ein bisschen verbaselt. Ja, also das wird echt spannend. Ist schon krass, wie man so viel herschenken kann in so kurzer Zeit. Ja, also. Aber ich sag dir eins, wir haben ja mit Markus Fiedler auch gesprochen und so schlitzohrig wie der ist, wenn da von denen einer oder beide wirklich nochmal in die Krise reinkommen, dann ist der VfB da. Natürlich. Ja. Natürlich. Und das ist doch gut. Auch da wird man noch viel besprechen haben in den kommenden Wochen. Das gilt wahrscheinlich auch für U19 und U17, die beide vor Liga-Restarts stehen, wenn man so möchte. Die hat eine lange, lange Osterpause. Für die U19 geht es auswärts in Frankfurt am Riederwald 13 Uhr am Sonntag zur Sache. Die U17 spielt zu Hause um 12 Uhr. Schöner Doppler also, wer nicht nach Dortmund fährt. Erst U17 gegen die TSG Hoffenheim, dann um 12 Uhr und dann um 14 Uhr U21 gegen Hessen Kassel. Bei der U17 zudem eine Personalie, die uns auch beschäftigen wird in den kommenden Wochen noch intensiver. Daniel Jungwirth ist der neue Trainer, löst also den interimistisch agierenden Max Bergemann-Gorski. Habe ich es richtig gesagt, Christian? Stark, also stark. Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ab jetzt wieder, beziehungsweise der rückt wieder in die Co-Trainerrolle und zu Jungwirth kann ich gar nicht viel sagen. Er kommt vom DFB, war da U17 National. Trainer Co. Sagt, hat sich bewusst für den VfB entschieden, weil die Philosophie zu ihm passt, zu dem, was er spielen möchte. Ich kann mich noch vage an seine Zeit als Aktiver erinnern, habe den hier und da mal rumrennen sehen. Ja, zweite Liga, höher hat das nie geschafft, aber dass der Trainer ist, wusste ich überhaupt nicht und insofern für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Bin gespannt, was Stefan Hillebrand sich da bei gedacht hat, sicherlich einiges, und dann wird sich zeigen, was er aus der Truppe rausholt, die ja unbestritten eine ist mit jeder Menge Potenzial. Und dann gilt es auch noch zu erwähnen, weil wir sie auch quasi entsandt haben vor ein paar Wochen und sie jetzt wieder zurück sind, das auch noch zu erwähnen, dass die U15 des VfB den Dallas Cup 2024 gewonnen hat, also nach dem Mercedes-Benz Junior Cup der U19 der nächste Titelgewinn. Ich würde sagen, auch fast einzuordnen in Richtung Uhren Cup damals mit Christian Groß, aber das war am Rande. UI-Cup-Rekordsieger. Ja. Nein, stark. Ja, natürlich stark, sehr stark. Und was ich wirklich dazu erwähnen möchte, das finde ich nämlich sehr, sehr stark. Man hat dem VfB jahrelang zu Recht vorwerfen können, seine Jugendarbeit medial nicht so zu behandeln, wie es sich geziemt, um ein schönes altes Wort zu benutzen. In dem Fall, was da Social Media mäßig abgefackelt wurde in den letzten 10, 14 Tagen rund um diese U15 und diesen Dallas Cup, da ziehe ich erneut meinen Hut, den ich nicht aufhabe. Das ist sehr, sehr gut gewesen. Das ist der Weg, finde ich, weil so machst du generell Jugendfußball attraktiver für die Fans, die nicht nur erste Mannschaft sehen wollen. So machst du auf Strecke auch Gesichter publik, die später vielleicht mal eine Rolle spielen werden als Talente, die es vielleicht im Profikader schaffen können. So schaffst du aber auch, und das finde ich persönlich höchste Ziel, das man haben muss da unten, so schaffst du es eben auch, Anreize zu setzen, endlich mal diese Spiele in höherer Zahl zu besuchen, wie es bisher der Fall ist. Ja, die Jugendspiele und auch die vom VfB 2, die haben einen dreistelligen Zuschauerschnitt.
Ja. Und wenn man jetzt auch bedenkt, dass die U19 wahrscheinlich Youth League spielen wird ab Sommer, ja, dann wäre es doch ganz nett, wenn man da ein bisschen anheizt und dazu trägt sowas bei, ja, wenn es auch mittelfristig nur ist, aber das muss man sehen im Gesamtkontext, finde ich, und deswegen finde ich es so schön und erwähnenswert, dass man da einen sehr guten Job gemacht hat rund um diesen Ausflug nach Dallas. Für wahr, so sprach ein Philipp Meisel. Es geziemt sich an dieser Stelle, dass die VfB-Frauen zu Wort kommen. Wenn es hier noch einer Wilhelm Tell rezitiert, dann wird es aber echt irgendwann. Und blicket auf den Halbfinalsieg im WFV-Pokal wohl an. VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast. Ostersonntag an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim. Das Aufeinandertreffen des Tabellenersten der Oberliga Baden-Württemberg mit dem Tabellendritten im Sportline WFV-Pokal war mit Spannung erwartet worden. Zumal das letzte Kräftemessen im Ligabetrieb erst spät durch ein Eigentor zugunsten der VfB-Frauen entschieden wurde. Die Herrenbergerinnen hatten also noch eine Rechnung offen. Dennoch waren es die Spielerinnen des VfB, die gleich von Anfang an gut ins Spiel kamen. Nach ein paar guten Chancen war es dann die Ex-Olympionikin Mandy Islacker, die in der 10. Minute nach einem verunglückten Rückpass der Herrenbergerin ihre Chance nutzte und zum 1:0 einnetzte. Gerade mal 5 Minuten später wurde sie durch einen Traumpass von Lauretta Themey bedient und versenkte den Ball mit einem Volleyschuss im Herrenberger Tor. Es gab dann im Laufe der ersten Halbzeit zwar noch Chancen auf beiden Seiten, die aber keine Mannschaft für sich nutzen konnte. Anfang der zweiten Halbzeit holte sich Nadine Geiring kurz hintereinander 2 Verwandlungen ab, woraufhin die Frauen im roten Brustring nur zu 10 auf dem Platz standen. Trotz Unterzahl hatte man dann aber nie das Gefühl der Unterlegenheit seitens des VfB, im Gegenteil. Die Spielerinnen nutzten die Räume nun vielleicht noch etwas konsequenter und spielten sich so ein paar vielversprechende Chancen raus, die jedoch alle nicht im gegnerischen Tor landeten. Die kleine Schlussoffensive der Herrenbergerinnen konnte jedoch spätestens durch eine gut aufgelegte Schlussfrau im Tor der Hausherrin entschärft werden. Und so ziehen die VfB-Frauen mit einem souveränen 2:0-Sieg in das Finale des WFV-Pokals ein. Der Gewinn des Pokals bringt indes nicht nur Ruhm und Renommee, sondern berechtigt auch zur Teilnahme am DFB-Pokal, was sicherlich für eine Extraportion Motivation sorgt. Am 9. Mai wartet aber mit dem Regionalliga-Primus SV Hegnach ein echter, dicker Brocken auf dem Weg zum Finalsieg. Der Austragungsort des Finals wird am kommenden Montag, den 8. April, in der nächsten Sitzung des Verbandsspielausschusses ausgelost. Interessant ist, dass unter den Zuschauern des Pokalspiels auch ein paar illustre Gäste aus höherklassigen Mannschaften waren. So zum Beispiel die 79-fache Nationalspielerin Leonie Meyer, die zurzeit bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht, Lena Nuding, Torhüterin vom Bundesliga 8. SC Freiburg und die griechische Nationalspielerin Nasi Moreitu von Union Berlin. Alle 3 mit schwäbischen Wurzeln. Am Sonntag geht es dann zu Hause gegen Gottenheim im Ligabetrieb weiter. Besalezi weilt derweil bei der kosovarischen Nationalmannschaft. Gillian Castor, die beim Halbfinale aufgrund einer Gehirnerschütterung nicht spielen konnte, und Jana Beuschlein, die immer noch einen Infekt plagt, werden am Sonntag wahrscheinlich ebenfalls nicht spielen können. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Ja, freuen wir uns drauf. Tut ein bisschen weh, dass Waldi nicht dabei ist. Besser ein bisschen. Tut sehr weh, Captain nicht dabei. Müssen wir jetzt so kompensieren. Aber klar, Vorbereitung geht es ab Mittwoch aufzunehmen gegen Dortmund. Ich glaube, die haben mehr Druck als wir. Es wird ein Megaspiel. Ich hoffe, unser Selbstvertrauen hat jetzt keinen Dämpfer bekommen durch heute, wo ich aber nicht von ausgebe. Deswegen wird es ein gutes Spiel. Wir geben wieder unser Bestes und dann wird es ein gutes Samstagabend. Topspiel.
Hört, hört, der Wart, der hütet das Tor. Ja. Oh Mann, ey. Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart, Samstag 18:30 Uhr, ein Spiel des Tops in der Liga des Bundes. Gut, jetzt. Aufhören. Lass uns wieder seriös werden, weil dieses Spiel hat echt viel zu bieten. Wir haben gerade Alexander Nübel gehört, der auch schon sich richtig freut auf dieses Spiel. Es werden wieder tausende VfB-Fans ins Westfalenstadion reisen. Es wird schon so halb unter Flutlicht stattfinden jetzt nach der Zeitumstellung. Es wird ein großes Spiel, es wird wichtig und das wird natürlich wegweisend. Und trotzdem, ich sag's gerne nochmal vorweg, weil ich es am Ende des Heidenheim-Parts gesagt hatte, egal wie das Spiel ausgeht, der VfB bleibt erstmal Dritter und das ist nicht so schlecht. Und deswegen verstehe ich die Herangehensweise von Sebastian Hoeneß, der sagt, das Spiel ist eine Chance. Das ist jedes, ja. Jedes Spiel ist eine. Aber es ab und zu tut's gut, wenn man das offensiv kommuniziert. Ja. Weil manchmal geht das so unter in diesem Parforce-Ritt, den man so reitet, von Woche zu Woche, Aufgabe zu Aufgabe. Aber jedes Spiel ist eine Chance, Ausrufezeichen zu setzen, ja, Abstände zu wahren, zu vergrößern, Statements rauszuballern, was auch immer. Es ist ja auch historisch gesehen eigentlich immer ein Festtag. Gelb-Schwarz gegen Weiß-Rot, ja, da geht was. Nicht nur, was die Toranzahl angeht. Wird ein Festtag, 18:30 Uhr, Samstagabend. Da freuen sich einige drauf. Und dieser Leckerbissen, der führt zwei Mannschaften zueinander, die zum einen VfB für sehr guten Fußball stehen, für herausragende spielerische individuelle Klasse in den letzten Wochen und Monaten, gepaart mit hier und da kleinen Schwankungen innerhalb der 90 Minuten. Und bei Dortmund hast du eine Mannschaft, wo ich finde, was man sieht, dass die Nagelsmann-Nominierung gewisse Wirkung erzielt hat, nämlich sind schon ein paar Jungs dabei, die nicht ganz einverstanden sind, glaube ich, mit ihren Nicht-Nominierungen und dementsprechend Fußball spielen gerade. Ja, die haben Halt. Die haben Halt, genau. Und das führt, glaube ich, zu einer sehr, sehr spannenden Gemengelage, die ein Spektakel fast schon verspricht. Auch wenn du mir jetzt wahrscheinlich gleich wieder in die Parade fahren wirst, weil du Dortmund überhaupt nicht leiden kannst. Ich wollte schon sagen, Einspruch, euer Ehren. Aber nicht, meine Sympathien können wir mal bei Rande, deswegen halte ich nicht für so wichtig. Aber bei Spektakel würde ich tatsächlich ein Fragezeichen setzen, weil die Dortmunder, also aus VfB-Sicht ganz klar, aber die Dortmunder haben in den vergangenen Wochen, vor allem jetzt in diesem Kalenderjahr, so ein bisschen das Winning Ugly etabliert. Ja. Also sie spielen nicht wirklich schön, aber sie spielen erfolgreich. Sie haben ganz viele Spiele gehabt, wo sie, und das nehme ich vorweg, auch wenn es natürlich Captain Obvious ist, aber wenn sie mal 1-0 führen, ist es zuletzt ganz schwierig, was gegen sie zu machen, weil dann verteidigen sie gut, verteidigen stabil. Ja. Die haben gegen PSV schießen sie im Hinspiel frühes 1-0 und verteidigen das bis zum Schluss. Sie spielen Bundesliga in Bremen 1-0, verteidigen das bis zum Schluss. Sie spielen jetzt am Wochenende bei den Bayern, führen früh 1-0 und gleiche Geschichte. Das heißt, das ist etwas, was Edin Terzic so ein bisschen geschafft hat. Ich glaube, er wollte das ja schon zu Saisonbeginn ein bisschen etablieren und sagen, wir wollen ein bisschen pragmatischer spielen. Das Ergebnis soll mehr im Vordergrund stehen. Das ging dann in die Binsen. Offenbar hat er da in der Winterpause so das richtige Rezept dafür gefunden. Also was Dortmund zuletzt spielt, ist echt nicht wirklich schön, aber es ist halt erfolgreich. Und ich bin sehr gespannt, wie diese beiden Philosophien aufeinandertreffen. Also wer sich anschaut, wie der VfB zuletzt seine Tore erzielt hat, teilweise Gemälde in Hoffenheim und auch gegen Heidenheim. Und die Dortmunder, die das halt recht pragmatisch runterspielen, die einmal Adeyemi durchblitzen lassen, die einmal Füllkrug mit dem Kopf erreichen und dann sauber verteidigen. Das wird eine große Aufgabe. Und die größte Aufgabe ist natürlich, wie kompensierst du den Ausfall von Waldemar Anton, der mit Gelbsperre fehlt? Du hast vorher schon ein bisschen was anklingen lassen im NLZ-Newsflash. Wie würde denn der Herr Meisel aufstellen? Danach mache ich mal. Würde aufstellen mit einer Variante ähnlich der in Freiburg, als Leo Sturgeon sein Startelfdebüt gegeben hat. Mhm. Also mit so einer Dreier-Fünfer-Kettenkombination. Und ich würde einen gewissen Herr Karasor in die zentrale Rolle nehmen, da hinten rein. Ja. Gut, da sind wir nicht so weit auseinander. Sturgeon oder Stenzel als rechter Innenverteidiger, links Hiroki Ito, außen Wagnermann und Mittelstädt. Die Schiene,
und dann mal gucken. Ja, also Henry Chase, bei allem Goodwill, das ist kein Startelf-Kandidat für den VfB Stuttgart, aber der wird wie in den letzten Wochen so oft im Kader sein und dann wahrscheinlich auch ein erster Einwechselkandidat sein, sollte sich jemand aus den verbleibenden Abwehrkanten da auch noch während dem Spiel verletzen, aber mehr sehe ich da nicht. So eine Variante kann ich mir gut vorstellen. Sturju hat das gegen Freiburg gut gemacht. Ja, er hatte solide. Eine Anfangsphase, die ersten 3-4 Minuten, da hat er gewackelt, hat gemerkt, hoppla, ich spiele hier plötzlich vor 60.000 und nicht mehr vor 15 im Kibun Park in St. Gallen. Ja, da geht es ein bisschen anders zur Sache. Aber er hat das dann, hat sich richtig gut reingearbeitet, hat für uns auch damals eine gute Note bekommen, glaube ich 2-5. Ja, aber sehr meine stabil. VfB-Note, stabiles Spiel gemacht. Gut, natürlich lange in Überzahl, das hat sich ja auch ja, dem Abwehr verbunden. Aber geholfen, nichtsdestotrotz, also du wirst als 21-Jähriger da reingeworfen und performst, ich meine, gut, auf der anderen Seite, der ist Schweizer U21-Kapitän. Ja, also der ist es gewohnt, in gewissen Drucksituationen abzuliefern, aber das fand ich bemerkenswert, weil nicht viele ihn, ja auch gut, der kam dann so kurz vor der Saison, ja gut, Ergänzungsspieler, irgendwie, ja mal schauen, wollen entwickeln, dies, das, Ananas. Ja, der war ja bei niemandem hoch gerankt irgendwie und hat dann da spielen müssen aus dem Nichts und hat das gut gemacht und das traue ich ihm jetzt in Dortmund auch nochmal zu. Und vor allem kann ich mich ja nicht einen wirklichen Bock von ihm erinnern. Also er hat schon verhältnismäßig viel Spielzeit gehabt, das aber sehr solide runtergespielt ist, in der Hinrunde häufig eingewechselt worden und das nicht irgendwie nur für die letzten 2 Minuten, richtig, sondern er hat teilweise 15, 20, 25 Minuten bekommen und das alles echt sehr, sehr gut gemacht. Absolut fehlerfrei. In Freiburg auch, alles andere als ein Unsicherheitsfaktor, ganz im Gegenteil. So, jetzt deine. Ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise auch auf einen Systemwechsel hinausläuft, dass du vielleicht nur 3 hinten hast, ne, dass du und das, davon gehe ich aus, Atakarasor zurückziehst und Mo Dahoud da bleibt, wo er ist, weil wir dürfen nicht vergessen, Atakan Karasor hat ja der gegen Heidenheim die ersten 70, 75 Minuten verpasst und Mo Dahoud hat das in meinen Augen nicht schlecht gemacht und das Atakarasor, das hat er beim VfB auch schon häufig gezeigt und deswegen bin ich da auch bei dir, die Position hinten und da auch, wie ich sagen, chefmäßig unterwegs sein kann, das hat er auch schon gezeigt. Zugegeben, es war davon viele in der zweiten Liga noch, als er da hinten gespielt hat. Aber ich traue ihm das absolut zu. Und ich glaube, du brauchst halt Sturju, ja, sehr solide, kaum Fehler gemacht. Aber ich glaube trotzdem, wenn du da am Samstagabend 18:30 da vor 80.000 einläufst, da brauchst du noch so einen kleinen verkappten Captain, wenn schon der Richtige nicht auf dem Platz ist. Und da sehe ich Atakara so hinten. Da nickt er. Gut. Schauen wir mal, ich bin selbst gespannt. Vielleicht haut Sebastian Hoeneß auch was ganz anderes raus, aber ich glaube, das wäre die pragmatischste und sicherste Variante. Ja, wie gesagt, für mich dreht sich es eigentlich nur um Stenzel oder Sturju, einer von beiden. Ich glaube, diese Karasor-Variante liegt schon sehr, sehr nahe. Ja. Mal sehen, vielleicht packt er auch irgendwas aus, mit dem gar keiner rechnet. Ja, wäre allerdings das erste Mal, dass er da wirklich was völlig fancy irgendwie aus dem Hut zaubert. Ich würde sagen, völlig fancy aus dem Hut zaubern lassen wir erstmal noch Felix, oder? Ja, richtig. Bis gleich. Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank. Es ist mal wieder Topspielalarm bei den Schwaben. Am Samstag geht es zum BVB und wo Topspiel draufsteht, ist auch Topspiel drin. Das hat deutlich schon die erste Statistik, denn erstmals seit 21 Jahren befinden sich Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart vor einem direkten Duell in der Rückrunde unter den ersten 4 Teams der Tabelle. Und der VfB steht auch dort, wo er hingehört. Nach den Expected Points von Understat.com hat der VfB nur eine Abweichung von 0,18 Punkten. Der BVB wäre in dieser Tabelle auf Platz 5 mit fast 7 Punkten weniger als in der tatsächlichen Tabelle. In der ewigen Tabelle der Bundesliga ist es Platz 2 gegen Platz 4, in der Jahrestabelle 2024 Platz 2 gegen 3. Mittlerweile hat sich der Markt der Schwaben auch so entwickelt, dass es im Gesamtmarktwert schon das Duell von Platz 4 gegen Platz 5 ist, dies allerdings weiterhin mit deutlichem Abstand. In der tatsächlichen Tabelle ist die Topspielansetzung die Begegnung zwischen Platz 4 und Platz 3, 53 zu 57 Punkte. In der Heimtabelle ist der BVB auf Platz 5, der VfB auswärts auf Platz 4. Die Borussia verlor nur eines der letzten 14 Bundesliga-Heimspiele gegen die Stuttgarter, das aber damals heftig in der Saison 2020-21 mit 1 zu 5. Ab in die aktuelle Saison, beide Teams sind in der Top 3 der wenigsten Gegentore in der Liga, VfB 31, BVB 30. Auffällig sind beim VfB die Phase zwischen der 45. und 60. Minute und beim BVB die Anfangsphase bis zur 15. Minute. Beide Mannschaften kassieren oft zwischen der 61. und 75. Minute. Bei den selbst erzielten Toren sind beide in den Top 5, VfB 63, BVB 55. Auffällig sind beim VfB die Phasen der
31. bis zur 45. Minute und die 61. bis zur 75. Minute. Der BVB hat die meisten Tore in der Liga in der Nachspielzeit nach der 90. Minute erzielt. Auch in den Bundesliga-Vergleichen bleibt es ein Top-Duell. Passquote Platz 4 gegen Platz 3. Stiller und Karasor bei den Spielern unter den Top 5. Ballbesitz Platz 4 gegen Platz 3. Auch die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe gehen an die Schwaben. Platz 10 gegen Platz 4. Karasor in den Top 10. In den gewonnenen Kopfballduellen ist es Platz 16 gegen 13. Bei den kassierten Karten Platz 15 gegen 18. VSM Gegner Platz 17 gegen 15. Mittelmaß in der Laufdistanz. Platz 10 gegen Platz 13. Antonin Stiller hier in den Top 10. Sprints Platz 8 gegen 12. Und intensive Läufe Platz 12 gegen 13. In der Hinrunde spielte der VfB den BVB in Liga und Pokal sauber her und feierte zwei hochverdiente Heimsiege. Die Borussen kommen nun aus dem ersten Sieg bei den Bayern seit 10 Jahren. Spannende Voraussetzungen für das Verfolgerduell, wo es auch einige Wiedersehen geben wird. Ex-VfBler sind beide Keeper Kobel und Meier. Ex-Dortmunder sind Zagadou, der ja verletzt, Stenzel, Karasor, Dahoud und Führich. Christian, die Spieler, die es im Auge zu behalten gilt, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt, die haben wir uns natürlich auch diese Woche wieder ausgesucht. Wer oder welcher ist deiner? Bei mir ist es einer, der eigentlich gar nicht auf dem Platz stehen durfte am Samstag, nämlich Julian Riason, der in meinen Augen hätte vom Platz gedurft am vergangenen Samstag gegen die Bayern. Warum das dann allerdings überhaupt nicht mal eine gelbe Karte, glaube ich, gab, bleibt ja wahrscheinlich in Rätsel. Die Wege des Wars sind unergründlich oder ja, so ähnlich, keine Ahnung. Ja, haben wir schon, glaube ich, oft drüber diskutiert. Jedenfalls ist es ein Spieler, der, und deswegen habe ich ihn rausgenommen, genau dieses Winning Ugly ein bisschen verkörpert, weil er kommt von Union. Er hat so ein bisschen dieses Unionige immer noch mitgenommen. Er ist aber trotzdem nicht einer, der nur hinten holzt und teilweise rotwürdig fault, sondern ist auch einer, der vorne exekutiert, der in München das entscheidende 2-0 geschossen hat. Und der einfach für genau diesen pragmatischen Fußball steht, den Edin Terzic zuletzt gebracht hat und der ihm zuletzt auch genug Punkte in der Bundesliga gebracht hat. Ich glaube, man hört so ein bisschen raus, ich erwarte tatsächlich, also sag ich mal, ergebnistechnisch kein neues 3-3. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich glaube, dass das ein Spiel der wenigen Tore werden wird. Und Julian Riason ist aber einer, den du da auf jeden Fall einen Blick beachten musst, gerade auch defensiv, weil wenn da Dortmund mal ein Umschaltmoment kommt, da ist er dann schon sehr, sehr schnell vorne, sehr, sehr gefährlich. Da wird auf den VfB auf verschiedenen Positionen was zukommen. Und da wird es in meinen Augen nicht nur darauf ankommen, sozusagen das Spiel taktisch zu lösen, sondern auch emotional. Das ist ja auch ein Thema, das wir beide gerne immer mal wieder haben, Herrn Riason auch mal einen schönen guten Abend rechtzeitig zu wünschen, aber ohne, dass es natürlich personelle Konsequenzen hat. Also auch ein bisschen giftig gallig sein, das wird wichtig sein. Ist auf jeden Fall ein Spieler, der, wenn es ihn zu größerer Zahl in Dortmunds Kader geben würde, hätten die dafür gesorgt, dass sie nicht so eine, sag ich mal, Wellental-Nummer da fahren die ganze Zeit. Deswegen gehe ich das voll mit, was du sagst. Ich habe mir den Ian Maaßen aufgeschrieben, der sehr gut, ja, relativ neu ist noch bei Dortmund, der am Anfang mal kurz 5-6 Riesenspiele rausgehauen hat, aber eben auch immer wieder für den Klops dann zwischenzeitlich gut war. Nie ein wirklich Spielentscheidender, aber eben doch so einer oder so viele, dass ich sage, das ist was, was sich zu attackieren lohnt. Und das wäre dann in dem Fall die rechte Offensivseite des VfL Stuttgart. Und da also Joscha Wagnermann voraussichtlich, Enzo Mio voraussichtlich. Und gerade letzterer hat ja in den letzten Wochen zu Genüge bewiesen, dass er in sehr guter Form ist. Und Maaßen ist halt, auch nicht der erfahrenste, ja, ist ja nicht ohne Grund so, dass der international noch nicht den riesen Durchbruch hatte, obwohl ihm seit Jahren ein großes Potenzial bescheinigt wird. Insofern kann ich mir vorstellen, dass der eine Rolle spielt in der Spielvorbereitung des VfB Stuttgart. Das ist sehr gut. Das ist nämlich in meinen Augen die Knackpunktposition aus VfB-Sicht. Die rechte Seite des VfB, das ist für mich der Bereich, in dem der VfB die Dortmunder tatsächlich auch spielerisch knacken kann. Also wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Deswegen gespannt, dass du den rausgesucht hast. Ein Spieler, Maaßen, von dem man nicht so viel gehört hat, aber der zuletzt absolut beständig spielt. Und den aber Joscha Wagnermann an einem guten Tag in Co-Produktion mit dem einen oder anderen aus der Offensive durchaus auch vor Denksportaufgaben bringen kann. Ich glaube, da ist einiges drin. Generell gibt es noch so Duelle, wo du sagst,
das ist wichtig? Also sowas wie Füllkrug gegen die neu formierte Innenverteidigung oder sowas? Oder sagst du? Nicht wirklich. Also vielleicht auch da nochmal eher auf Dortmunder Seite blicken, beziehungsweise, ja doch, ist eigentlich auf beiden Seiten relevant, ist die Zentrale. Mhm. Ja, wenn es so kommt, wie wir es skizziert haben, dass eben Ange und Dahoud diese Mitte beim VfB bilden, dann muss es eben auch eine sein, die nicht nur den Motor gibt, spielerischen Antrieb gibt, vielleicht die entscheidenden Fäden und Pässe zieht und Pässe spielt, sondern eben auch eine, die tatsächlich stabil defensiv ist. Und da hat es auf Dortmunder Seite dann Kandidaten, die da eine Rolle spielen werden, die man ja bearbeiten muss. Finde ich ein weiterer zentraler Bereich in diesem 11 gegen 11, der spielentscheidend sein kann. Ja. Und dann wäre natürlich eben auf der Gegenseite dann auch die Frage, wie geht die Dortmunder Defensive mit der Offensivpower des VfB um, auch mit der Spielstärke, mit dem Spielwitz. Also ziehen sie dem VfB ein bisschen den Zahn? Das wird sicher ihre Herangehensweise sein. Oder schafft es der VfB, diese Spielfreude sich beizubehalten? Weil wenn es tatsächlich, wenn es am Ende, und das ist meine These, je spielerischer das Spiel wird, desto höher sind die Chancen für den VfB. Je hässlicher es wird, desto höher sind die Chancen für Dortmund. Was tippst du? Schwierig, ich muss ja dir Punkte abknüpfen. Soll ich? 0-2. 0-2? Ja. Ich sag 1-1. Das behalten wir im Blick. Das behalten wir. Also man sieht, Philipp Meisel muss jetzt aus der Deckung. Es sind nur noch 7 Spiele. Ja, ja. Er muss da irgendwie rankommen. Ja, ich würde sagen, da erwartet uns und die VfB-Fans echt nochmal ein richtig starker Samstagabend. Auch in der Woche drauf gibt es nochmal ein Samstagabendspiel, dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Da werden wir dann in der nächsten Woche drauf schauen. Und wie immer gilt zum Schluss, gibt uns Sternle, gibt uns Daumen hoch, schreibt uns nicht zu viele Hassmails an info@meinvfb.de. Ja. Und seid gnädig mit uns und natürlich wie immer @meinvfb auf den verschiedenen sozialen Kanälen könnt ihr uns erreichen und auch immer noch auf WhatsApp. Newsletter abonnieren. Oh ja. Ich schreibe ihn mal wieder am Wochenende oder am Freitag. Habe ich seit langer, langer Zeit nicht mehr gemacht. Habe ich aber richtig Bock drauf. Bitte wieder mit Schlagerreferenz dann. Wenn es geht, ja. Ja, ja. Ja. Ich habe am Samstag erst eine Helene Fischer Live-Show irgendwie gesehen auf dem MDR. Ich bin komplett im Game, kann ich ja sagen. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, Philipp Meise. Ich würde sagen, das war doch eine runde Nummer. Ja, mir kribbelt es gerade, mir stehlen sich die Haare auf. Ich merke es, man weiß noch nicht, welches Gefühl genau das jetzt darstellt. Nein, nicht so genau, weiß ich nicht. Das letzte Wort in dieser Folge haben aber nicht wir, das hat der Jubilar. Ein Jahr Sebastian Hoeneß beim VfB und er gibt die Zielsetzung voraus vor dem Spiel des VfB in Dortmund. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Natürlich ist es für so ein wichtiges Spiel bitter, wie wichtig Waldi für uns ist, weiß jeder, aber dann ist das jetzt die Challenge, ohne Waldi, ohne Daxo, ohne Anthony Roh in Dortmund zu bestehen. Ich glaube fest daran, dass wir dazu in der Lage sind. Wir werden uns sehr gut vorbereiten und dann schauen wir mal, was rauskommt. Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.